Wenn man schon eine Bruchlandung hinlegt, dann ist ein Ballonlager nicht die schlechteste Wahl. Weißt du überhaupt, wie schlimm du dich hättest verletzen können? Bleib locker. Er will auch nicht, dass sich andere verletzen. Deswegen ist er bereit, Dinge zu tun, die ein bisschen riskant sind, um Leute vor so Schurken wie diesen Käferfreaks zu schützen. Ich meine, wärst du nicht auch gewillt, ein kleines Risiko einzugehen, um andere zu retten? Cool. Und der erste Schritt. Ich muss von dieser übergroßen Hüpfburg runter. Wo ist Penny? Tut mir leid wegen der steigenden Zinsen, Leute. Das bringt die Hochfinanz so mit sich. Hochfinanz! Wenn Ben euch stoppen will, um andere Menschen zu schützen, dann muss ich euch aufhalten, um Ben zu schützen. Sieh mal einer an, was für ein niedlicher Versuch. Was meinst du mit herablassender Ton? Wir klauen Banken. Da darf ich ja wohl unhöflich sein. Sie jagt ihn alleine nach? Ha, nicht übel. Das hätte ich nicht von ihr erwartet. Ben, ich meine es ernst. Penny ist ein Babysitter, kein Superheld. Wir müssen was unternehmen. Okay, okay. Ist dir klar, was wir hier vor uns haben? Den Überraschungsballon. Einfach majestätisch. Alles klar. Zeit für Phase 2. Wir bringen die Banken zum Ozean und bauen mit ihnen die ultimative Inselbank auf. Ihr habt null Ahnung vom Bankenwesen. Eigentlich müsste ich euch auf die Gefahren nicht genehmigter Flugobjekte hinweisen, aber von mir aus könnt ihr abschmieren. Verflixt nochmal. Kannst du mir diese Göre vielleicht mal vom Hals schaffen? Ich hoffe, ihr seid bessere Schwimmer als Diebe. Du sagst es, Penny. Und ich habe ein ganz besonderes Mitbringsel für unsere zwei Flugkünstler. Ich finde, es unterstreicht meinen Sinn für Freiheit und Gerechtigkeit. Und Wurstwaren. Freiheit finde ich auch wichtig. Freiheit vom Gefängnis, die Freiheit, ohne Konsequenzen schwebende Bankinseln zu bauen. Du hast nur den Teil mit der Gerechtigkeit ausgelassen. Ben, vielleicht ist es keine gute Idee, spitze Steine zu werfen, wenn man auf einem Ballon steht. Okay, vielleicht sollte ich doch auf Penny hören. Und was sollen wir jetzt tun? Lass dich doch mal von einem Sicherheitsexperten unterweisen, du Ungeziefer! Hättest du jemals ein Warnschild gelesen, dann hättest du nicht den Kopf mit einer Kakerlake getauscht. Ach, verschon mich damit. Die Babysitterin war ihr Geld auf jeden Fall wert. Das ist so frustrierend. Ich bräuchte ein Seil oder einen Anker oder irgendwas, um sie aufzuhalten. Oder wie wär's mit einem unendlichen Vorrat an großen, schweren Diamanten? Sind die denn schwer? Ja, es sind Steine, oder nicht? Oh! Okay, ich werte das als ein Ja. Danke, Gwen! Sydney, schmeiß die Kleine von unserer Bank. Ich muss den kleinen Ben beschützen. Wow,